Pokémon Meister. Pokémon, seid die Nummer 1. Du schaffst das schon. Wir leben hier in der Pokémon Welt. Pokémon, ich will nur eins. Ich will der größte Meister sein. Pokémon. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon-Ork Ragnarok. Ich habe die Base hier aufgebaut schon mal, den Pokémon da unten ein kleines Gehege aufgebaut und auf Enable Wandering gestellt. Weiß jetzt, was das für Dinger sind. Man kann da, hier, das hört sich ganz komisch an, aber man kann da Sand sammeln. Hey, warum sammelt er gerade keinen Sand? Da. Genau. Also keine Bedrohung für uns. Ja, ich habe gelesen, dass ich ein paar Pokémon vergessen habe. Ich würde mich mal schnell auf die Suche machen und sie wieder einfangen. Weit durften sie ja nicht weg sein. Wir sind ja auch nicht allzu weit vom Spawn gekommen. Wo seid ihr, Pokémon? Hoffentlich ist keins gestorben. Ein Aquana fehlt. Und Potrot. Wo ist Potrot? Das Aquana, oder? Nee, das ist ein anderes Aquana. Da ist ein Potrot, aber nicht unser Potrot. Da sind die Bösen, die wieder was klauen wollen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ist die mich bestehlen? Oh, ein Flamara. Das brauchen wir sogar noch. Aber wo sind denn Potrot und Aquana von uns hin? Verstehe ich gar nicht. Ist es das? Nein. Ist es auch nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Evoli ist auf jeden Fall da. Steht's da hinten irgendwo? Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Aquana, aber das scheint auch zu laufen. Ja, das ist auch nicht unseres. Okay. Weiß gar nicht, wo die hin sind. Okay. Wenn sie überall nicht sind, muss ich sie mir entweder neu besorgen oder ich muss nochmal gucken. Aber was ich mir jetzt auf jeden Fall besorgen will, ist noch so ein Flamara. Wenn es einmal da ist, da ist noch eins. Kann ich es mir ja mitnehmen. Schauen wir mal, ob es mich anzündet oder ob ich es überlebe. Boah, ist auch nicht schlecht vom Level. Es wird mich bestimmt anzünden wollen. Jo, es will mich anzünden. Aber ich lasse es mich nicht anzünden. Oh Mann, ich habe keine Stamina. Komm schon, Flamara. Nein! Es hat mich angezündet. Verdammt. Los, Flamara. Ah, oh, das werde ich nicht überleben. Hoffentlich kriege ich es noch betäubt, bevor ich sterbe. Ich will nicht sterben. Nein. Oh, Flamara ist echt schwer zu betäuben mit dem Schlagstock. Das wird nicht so leicht. Das wird... Oh nein. Ich komme hier rein und werde gleich wieder angegriffen. Oh, da ist ein Raptor. Ja, genau. Jag das, nicht mich. Oh, ein Pikachu. Das will ich auch haben. Das ist ein Raptor. Das wird mich doch angreifen, das Pikachu. Nicht zu wenig, ja. Es hat auf jeden Fall schon mal seinen Elektroblitz rausgeholt. Nein, nein. Ich werde angegriffen. Keine Lust. Keine Lust. Nein, nein. Ich bin dann mal weg. Ich bin weg. Ich gehe nur mein Loot holen. Der ist da ganz hinten. Okay, hat jetzt nicht so cool geklappt alles. Flamara nicht gekriegt, Pikachu nicht gekriegt. Kriegen wir aber auf jeden Fall noch hin. Und die Pokémon nicht gefunden, die ich verloren habe. Flamara könnte ich mir am besten mit Narkotikfallen holen. Gut, Pikachu hole ich mir gleich. Jetzt ist nur die Frage, wo ist Potrot und wo ist Aquana, was ich gezähmt habe. Müsste doch noch irgendwo hier sein. Nein! Oh. Ja, die Stretch Foundation kannst du haben. Behalt sie doch. Als ob du damit was anfangen könntest. Was ist das, ein Knochen? Cool. Mir gar nicht aufgefallen bis jetzt. Hier ist auf jeden Fall sowas ähnliches wie eine Ruine. Sieht interessant aus. Guck ich mir mal näher an. Okay, Leute. Hoffentlich gibt es hier nichts Gefährliches. Oh, hier könnte man perfekt eine Explorer Note hin tun. Ja, Explorer Note. Gut. Hier ist es nicht.
Ist hier mein Aquana irgendwo? Nein. Ist es nicht. Das ist echt doof jetzt. Ich weiß einfach nicht, wo es hin ist. Oh. Nee, das ist ein anderes Patrott. Wo ist denn mein Patrott hin? Lass mich. Ja, die kannst du haben. Okay. Dann hole ich mir ein neues Aquana. Und ein Pikachu. Ein Pikachu und ein Aquana. Das wär's auf jeden Fall. Wo mir hier diese kleinen Claudinos echt auf den Zeiger gehen. Die gehen mir auf den Zeiger, geben mir die. Nur am Stehen. Sucht euch einen Job. Gut. Ich versuche Pikachu zu tamen jetzt. Ich will Pikachu haben. Pikachu ist super cool. Wer hätte nicht gern Pikachu? Da hinten wäre ein Flamara, das kriege ich nicht. Ein Garados schwimmt da, joa. Oh cool, ist schön animiert. Joa. Schwimm du, Mann. Ich habe eh noch nicht genug Zeug, um dich zu narkotisieren. Bei weitem noch nicht. Flamara, ja, dich auch nicht. Aber für ein Aquana reicht's. Für ein Aquana hat's schon immer gereicht. Dann. Oh, Level 12, na gut. Besser als kein Aquana. Komm her, Aquana. Werd mein Freund. Werd betäubt. Komm schon. Boom. Ja, machst ja kaum Schaden. Gegen zu Flamara. Die macht richtig Schaden. Komm schon. Komm schon. Und betäubt. Habe ich Berries? Ja. Gut. Oh. Doch, ja. Du frisst die Berries. Sehr schön. Jetzt fehlt eh nur noch ein Flamara und ein Psyana. Oder? Ja. Ich glaube schon. Den Rest müsste ich haben. Und Portrott? Ich brauche halt ein neues. Du wirst das Neue. Ich weiß nicht, wo mein anderes hin ist. Sehr schade. Dass es verloren gegangen ist. Ups. Wir haben auf jeden Fall ein neues Aquana. Portrott, komm hierher. Der hat geziemt. Oh, wie ich ihn durch die Gegend schleudere, das tut mir schon ein bisschen leid. Portrott. 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 Na. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Werd betäubt. Wie viel denn noch? Portrott. Und du bist betäubt. Sehr gut. Ja. Gut, Aquana ist da. Portrott ist da. Den Rest haben wir außer Aquana. Aber wo die anderen hin sind, frage ich mich wirklich. Wirklich, wirklich. Ich weiß es nicht. Es ist, als ob sie verschwunden wären. Kommt ihr. Das sieht echt schön hier aus. Ja, da kann ich nichts gegen sagen. Das ist echt süß, wenn die hier rumspazieren. In ihrem kleinen Gehege. Solange hier keiner rausglitscht irgendwie, ist das perfekt. Ach, hallo, Aquana. Sehr schön. Haben wir schon mal dich. Wo ist Portrott? Das andere da. Das kommt auch. Nee, 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 Leute, nicht raus mal spazieren. Mach mal, nein. Genau. Nicht raus spazieren, ihr. Portrott kommt auch. Nein. Portrott, komm hier rein, perfekt. Komm hier rein, Portrott. Komm hier rein. Oh. Und abgesprungen. Alle drin. Super. Jetzt haben wir Aquana und Portrott auch hierher gebracht. Ich habe hier noch so einen Hintereingang gebaut zum Wasser. Beziehungsweise Ausgang. Ey, steck fest. Ne? So. Kann man auch ins Wasser. Und wie ihr seht, hier ist tief, deswegen habe ich da den Aufgang nochmal gebaut. Da könnte man auch noch so einen Steg bauen. Aber kommt alles noch, wenn man einen Garados hinzu haben. Jetzt holen wir uns erstmal einen Pikachu.
Pikachu. Oh, was macht Garados da? Oh, noch ein bisschen schwimmen. Okay. Oh, ich bin ja gespannt, was es noch für Wasser-Pokémon gibt. Oh, wollen wir mal ganz kurz reingucken? Ich schau einfach mal rein. Hauptsache, wir sterben nicht. Bis jetzt sehe ich nur Garados als Pokémon. Der Rest sind normale Dinofische. Okay. Uns fehlt eigentlich nur das Pikachu. Ja, das Pikachu hätte ich echt gern. Und dann müssen wir unbedingt die Welt erkunden gehen. Hier gibt es noch so viel zu sehen. Von der Landseite aus, von der Wasserseite aus. Oder geht es klar? Level 40, das wäre auf jeden Fall super vom Level her. Pikachu, komm schon. Ja, gegen den Stein. Genau. Und jetzt wirst du richtig in die Mangel genommen. Pikachu, komm schon. Sei mein Freund. Ja, du kannst das Fiber haben. Verschwinde. Habt das oben gesehen? Ich wurde beklaut in der Zeit. Sehr schön. Und hier hast du ein paar Berries. Es funktioniert. Ein Level 40 Pikachu. Wie cool. Hoffentlich kann ich es auf der Schulter tragen, aber ich denke schon. Wir haben ein Pikachu. Oh, wie cool. Ich habe einen Bart, der sieht ein bisschen komisch aus, aber Pikachu ist echt hübsch. Nice. Wie cool. Und ob es eine Elektroattacke kann? Ah, ich würde es jetzt aber nicht mit Flamara anlegen. Habe ich ein bisschen Angst. Aber ist ganz schön als Begleiter auf der Schulter. Fühlt man sich doch nicht ganz so allein. Oh, da oben ist Eis. Oh, wie cool. Und da hinten war ja die Burg. Wir haben ein Pikachu. Wir gehen einfach mal ein Stück weiter. Warum nicht? Okay. Ach, von da oben wäre ich rumgekommen. Ach, hier geht's rein? Nee, aber ich dachte schon, ich hätte eine Höhle gefunden. Wer prädestiniert dafür, noch einen Höhleneingang hier zu bauen? Kommt vielleicht noch. Aber ist schon echt cool. Die ganzen Unterführungen hier und da drüben wieder dieser Ansatz von Brücke. Haben wir schon. Quana haben wir schon. Da ist noch ein Pikachu. Oh, wie schön. Level 36, ist voll süß. Freut sich, wenn es hier lang spazieren darf. Lassen wir es hier auch mal lang spazieren. Das ist ein Turtok. Wie cool. Ich habe noch nie einen Turtok hier gesehen. Oh, das kriegen wir aber nie betäubt. 44. Oh, ich kann es zähmen, wenn ich was in meine Leiste packe. Da haben wir doch schon was. Oh, Soft-Themen, Turtok. Da mache ich mit. Ich will einen Turtok haben. Oh, hoffentlich kann ich darauf richtig schnell schwimmen. Das wäre so cool, wenn das auch im Wasser schnell ist. Okay, wenn ich mich draufsetzen kann. Aber bei dieser coolen Mod ist es eigentlich garantiert, dass man sich auf sowas Cooles wie ein Turtok setzen kann. Denn es ist eine super coole Mod. Da hinten ist noch ein Pikachu. Nee, ein Blitzer. Ein Blitzer. Ja. Okay. Aber Turtok. Turtok wieder Hunger. Noch nicht. Noch nicht, aber gleich. Und dann können wir uns auf das Turtok setzen, wahrscheinlich mit unserem Pikachu. Ich glaube, das wird richtig gut. Und wenn das dann noch einigermaßen kampfstark ist, sollte das doch was werden. Level 64 sollte es auch mindestens werden, vielleicht 65. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. 3 Tage später. Oh, hier ist mir eine Beere runtergefallen.
Oh, schon wieder eine runtergefallen. Mm. Oh, hier, so eine köstliche Beere. Oh, ich sollte mal eine essen. Toto, guck mal, die sind so lecker. Yum, 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 yum. Lecker Biere. Komm schon, du willst sie doch auch. Nein, nein, kein Stress. Lecker Beeren. Ja, dann halt nicht. 3 Wochen später. Aquana, Turtok will die Beeren nicht. 2000 Jahre später. Komm schon, nimm die Meoberi. Nimm sie. Oh. Mann. Und, willst du die Beeren? Nein, du willst die Beeren nicht. Dabei sind sie so köstlich, Turtok. Nam. Nam. Wer will eine Beere? Turtok will eine Beere? Nee, will's nicht. Ja, dann halt nicht. Doch, doch. Oh. Hätte ich eine Angel, würde ich jetzt angeln. Aber dann bräuchte ich wieder Leechblatt. Wer ist ein gutes Turtok? Du. Aber du willst keine Beere. Oh, hätte ich das gewusst, wäre ich erstmal weitergegangen und wäre nachher wiedergekommen. Beim nächsten Mal weiß ich es. Boah, ich komme nachher wieder. Ah, na gut, wenn ich abhaue, könnte es vielleicht despawnen. Na gut, ich bleibe hier. Was geht? Ja, wir haben einen Turtok. Nice. Kann ich mich jetzt draufsetzen? Nice, wie cool. Ja, es ist nicht das Schnellste, aber super cool. Und wie viel Schaden macht's? 400! Das ist meine Ansage zu den 7 von vorhin. Okay, ich glaube, ich könnte es jetzt viel schneller machen. Knofenser dürfte doch mit 700 One-Hit sein. Yep. Oh, Turtok ist ja richtig gut. Okay, es ist auch eigentlich so richtig, weil Turtok hat 9100 Leben jetzt schon. Oh, weil Turtok ist ja auch die Endentwicklung eines Starter-Pokémons. Das sollte schon stark sein. Stamina, laufen. Okay, dann Turtok. Nice. Ja, das geht auf jeden Fall klar, dann auf dir zu reiten. Wenn du so schnell bist und noch ein bisschen schneller werden kannst. Jetzt haben wir da hinten Glumanda. Oh, ich hätte so gern Glumanda, aber das wird mich anzünden. Da brauche ich auch Narkotik für. Also für die Feuer-Pokémon brauche ich unbedingt Narkotik. Denn das wird nicht weglaufen. Ja, hier kommt man auch nur hoch und dann rüber. Was haben wir da hinten? Ich weiß es nicht. Da ist noch ein Glumanda. Okay. Was kann Turtok für Attacken? Okay, das. Kann es Hydropumpe? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht hat es auch nur nicht genug Stamina. C, C, D, C. Nee, es kann keine Hydropumpe. Du solltest ja auf Attack My Target sein. Los, Turtok. Mach's platt. Wow, one shot. Los, mach's platt. Turtok. Ja, dann halt nicht. Wie ist es im Wasser? Das wäre ja interessant. Und was sind das für kleine Beacons? Was sind das für Mini-Obelisken? Sind das Mini-Obelisken? Ja. Wie cool. Nicht schlecht. In ganz, ganz klein. Und alle nebeneinander. Ich wollte mal gucken, wie Turtok im Wasser ist. Oh, ein bisschen schneller. Ja, jetzt müsste er doch abgehen. Oh ja, Turtok ist richtig schnell im Wasser. Kann die Attacken richtig cool. Dann können wir mal mit Turtok gucken, was so im Wasser ist. Da ist ein Hai. Dem sollten wir uns jetzt vielleicht nicht anlegen. Aber sonst... Turtok ist richtig schnell im Wasser. Muss nur aufpassen wegen Pikachu und dem Sauerstoff. Aber so kommen wir jetzt echt gut von unserem Heim, was da oben ist, immer hier rüber. Boah, hier gibt es so viel noch zu erkunden, auch hier unten. Die Karte ist echt toll. Cool. Dann schnell rüber.
Mal in die andere Richtung weiter gucken würde ich gern noch. Genau, hier wohnen wir in der Nähe. Und hier geht's noch weiter. Was gibt's hier unter Wasser? Oh. Muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ein Garados mich angreift oder so eine böse Qualle. Das wäre auch richtig schlecht. Turtok 9000 Leben hat, der sollte doch ein bisschen was aushalten. War es im Wasser so viel schneller? Oh, auch ein richtig guter Punkt für eine Base. Cool.